Ja, hi. Wir sind gerade unterwegs im Sulzbachtal. Wir sind da im Nationalpark Hohe Tauern. Und da, wo wir jetzt unterwegs sind, ist quasi Wildnis. Also es gibt da kaum berührte Stellen. Das ist völlig naturbelassen. Da darf nichts passieren. Also es ist voll spannend. Und ja, mal schauen, was wir da fotografieren. Herzlich willkommen beim nächsten Video. Ich bin da jetzt in den Sulzbachtälern unterwegs und das ist eine ganz besondere Gegend. Das Sulzbachtal ist nämlich eines von zwei anerkannten Wildnisgebieten in ganz Österreich. Das heißt, dass dieses Gebiet weitgehend vom Menschen unbeeinflusst ist und das ist natürlich ein Riesenhighlight in der heutigen Zeit. Ich habe da jetzt ein paar Wasser Strukturen gefunden. Es gibt so wunderschöne kleine Formationen im Wasser, die ich da gefunden habe. Ich werde die eine oder andere Formation schon mal einblenden. Ich finde es einfach wunderschön da und man sieht, ich bin in einer traumhaften Gegend unterwegs. Ja, und ich hoffe, dass ich das eine oder andere schöne Bild mit nach Hause bringe. Ich habe da jetzt einen kleinen Wasserfall gefunden und der funktioniert, finde ich, ziemlich gut mit der Landschaft dahinter, weil da ist ein wunderschönes Tal, so ein relativ steiles Tal. Da hinten ist so eine Gletscherzunge und die sieht man jetzt von da nicht so gut. Das milchige Wasser vom Gletscher fließt da ab und macht einfach so wunderschöne kleine Kaskaden und dann nehme ich gerade das eine oder andere Bild auf. Und dann schauen wir mal, was da dabei so rauskommt.